Hey ihr Lieben, willkommen in der neuen Woche. Was darf sie für dich bringen, diese neue Woche? Welche Qualitäten willst du leben? Was willst du verstärken? Wovon wünschst du dir mehr in deinem Leben? Es ist eine ganz besonders wunderbare Zeit für dich, jetzt genau das zu verwirklichen in deinem Leben, was du dir immer schon gewünscht hast. Alle Frequenzen stehen genau danach und alles, was du brauchst, ist, dass du klar bist in dir, wohin darf dein Weg gehen, was wünschst du dir, und dann geht es darum, dass du ein bisschen dran bleibst an dir, an dem, was dir gut tut, was dich nährt und was dich weiterbringt, und wegbleibst von den Dingen, die dir vielleicht gar keinen Spaß machen, die dich runterziehen, die dir Energie entziehen. Du darfst dein Leben genauso leben, wie du es dir wünschst. Und dafür ist jetzt die allerbeste Zeit. Diese Woche ist eine Liebeswoche. Es ist, das hatte ich ja bereits gesagt, in dieser Mitte des Septembers alles möglich im Punkto Liebe. Liebe von dir zu dir, Liebe, die du erlebst mit anderen. Also sei gespannt und mach dich auf Wunder gefasst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und tauche jetzt natürlich noch ein ins göttliche Feld der Wunder. Mal sehen, was es für Impulse gibt für diese Woche. Geliebte Seelen von Herzen, Dank dafür, dass du sitzt immer und immer wieder unermüdlich, möchten wir sagen, an diesem Bildschirm, an diesen Hörgeräten, allen Orten. Es ist uns eine große Freude, mit dir zu sein, geliebte Seele, in dieser hochexplosiven Zeit, möchte der eine sagen, hochheiligen Zeit, möchte der andere sagen. Und so siehst du es, geliebte Seele, dort, wo du in dir gespalten bist noch und zu größten Teilen warst, dort siehst du die Spaltung nun außerhalb von dir. Ein wenig ist das für den einen oder die andere wie eine sehr kriegerische Zeit, eine sehr unliebsame Zeit. Und so möchten wir dich heute immer wieder daran erinnern. Die Liebe nun, sie kommt aus dir, ebenso, geliebte Seele, wie der Krieg. Und so ist dieses eine wunderbarhafte Zeit, denn die Frequenzen, sie sind allesamt darauf ausgerichtet, geliebte Seele, dass du in dir den Krieg beendest, in dir den Krieg nicht beendest, indem du einfach einen Vertrag unterschreibst, nein, indem du hineinblickest in die Geschichte hinter der Geschichte. Was ist es, was da immer und immer wieder in den Krieg geht? Wer ist das, geliebte Seele? Ist es dieses noch würdig deiner jetzigen Selbst? Bist du dieses heute noch? Oder sind dieses alte Gewohnheiten, Verhaltensweisen, von denen du niemals gelernt hattest, bis heute sie zu verändern? Nun, dann blicke hinein, blicke in jedem deiner Kriegsschauplätze genau dahinter. Buddle ein wenig die Erde auf, geliebte Seele, sodass du an die Wurzeln kommst, denn dort, wo die Wurzeln sind, stellst du fest, der Krieg, den du wahrnimmst, nun, er hat oftmalig gar nichts damit zu tun, mit der Wurzel des Krieges. So geht es also darum, dass du all deine Weisheit, all deine Wahrhaftigkeit und auch all diese wunderbarhaften Tools in dieser Welt nutzest, dafür, um in dir
den Krieg zu befrieden. Es ist nun die Zeit. Es ist die Zeit, geliebte Seele, in den Frieden gehen in dir. Und du wirst sehen, wie schnell, geliebte Seele, außerhalb von dir sich die gesamte Welt verändert hat. Und dieses mag in einem einzigen Augenblicke geschehen. So geht alles darum, dass du in dir die Liebe wieder groß machst, geliebte Seele, dass du in dir die Liebe wieder findest, denn sie ist ja immer da gewesen. Gleichgültig, geliebte Seele, wo du heute stehst, was du getan hast oder wer du bist. Die Liebe, sie ist nicht nur, geliebte Seele, deine höchste Kraft. Nein, du bist die Liebe. Die Liebe, sie ist deine Quelle. Sie ist, wir möchten sagen, dieses kristalline Gitterfeld, welches dich und uns vollständig eins macht, uns vollständig verbindet. So lasse die Liebe in dir strömen. Lasse sie mit dem Licht verbinden. Denn ist es doch so, dass die Liebe und das Licht in ihrer Gemeinschaftlichkeit Struktur und Nicht-Struktur sich in deiner Göttlichkeit vereinen. Und darum geht es, geliebte Seele, dass du deine Göttlichkeit lebst, dass du sie hier auf diese Erde bringst. Dieses ist die Zeit, dieses ist die Wandelzeit, dieses ist es, wofür ihr euch aufgemacht habt. Und blicke hinter jede Geschichte und du siehst die Liebe, und darum geht es. Denn aus der Liebe kann all das Neue in die Form kommen. Und dieses, das sagten wir bereits, wird eine Form sein, nun, die ihr heute noch nicht kennt, die ihr auch als solches nicht erkennen würdet, ist es gefragt, dass du zunächst ganz in deiner Göttlichkeit bist. Gehst du also Schritt für Schritt, und dafür ist der Weg golden vorbereitet für dich. Dafür, sagen wir einmal, ist alles bereit. Geliebte Seele, wir sind da. Wir sind da und wir rufen dich, so wie du uns rufen kannst, immer wieder. Mache dein Licht an. Beginne den Tag, jeden Tag, mit deiner lichten Dusche, sodass deine Zellen, alles in dir und um dich, sich jeden Tag mehrmals, wenn das möglich ist für dich und deinen Zeitrahmen, daran erinnert, wer du bist. Das Licht und die Liebe dürfen in dir strömen, ganz aktiv. Darfst du dieses tun, so ebenso, wie du deine Füße wäschst, wie du deine Haare wäschst, wie du die Zahnhygiene machst. Geht es also darum, die Hygiene auch und besonders in deinem Geiste, in deiner Göttlichkeit wieder auf die Erde zu bringen. Blicke, geliebte Seele, immer wieder dahinter. Dafür bist du hier. Es ist eine Zeit des Aufräumens, doch Aufräumen nun, das kann die wahre Freude sein, denn dort, wo Raum ist, fließen sie ein, die Wunder. Die Wunder deines Lebens, geliebte Seele. So hab Freude. Liebe und Liebe, dieses wunderbarhafte Spiel des Lebens. Es ist dein Spiel. Mach also du das Allerbeste daraus. Wir segnen dich, wir lieben dich und wir senden dir die Liebe aus den höchsten Ebenen, aus denen du kommst, in welcher du auch in diesem Moment bist. Tauche ein in die Liebe, bade in deinem Licht. Und lebe die Göttlichkeit. Amen. Amen. Namaste. Ihr Lieben, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen.
Und wenn du Lust hast, im Superpower Retreat am Aachensee, 7. bis 10. Oktober, gibt es noch freie Plätze. Also buch dich ein. Es ist mit Worten nicht zu beschreiben, was alles geschehen kann. Und ich ahne, dass auch ich noch nicht genau weiß, was es alles gibt. Denn so viele Tools fließen gerade schon wieder ein. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Genieß dich. Lass es dir gut gehen. Ich liebe dich. Danke für dein Sein. Immer wieder danke. Danke.